Ey, Hip-Hop geht dem Bock over und schreibt sein Testament. Ich nur, wenn die Medien sowas wie Moneyboy-Rapper nennen. Majors haben Dreck am Stecken, MCs dann auf Dekadent. Rapper rennt's besser schwöre, wenn ich Flow nutz, fahr das Way. Ich sag euch das jetzt nicht, weil Heden will wie Gleichgesinnte. Aber scheiß Tracks hinterlassen keine Eindrücke. Bevor's das Mic checks, schreibt's lieber Texte, die beeindrucken. Pfeift auf Quantität, acht auf Leistung. Okay, ich schreibe in 3 Stunden 3 Tracks, wenn's sein muss. Doch bleib dabei am Punkt, vertritt dabei immer meine Meinung und spit die mal bei Lines gehen die Leiter, bei mir entsteht was Nice, das war mein Text, Sperma und der Beat, der Eisprung. Mein Gott, shit, der Ansa hat was im Kopf, kann das sein? Ist so nicht Proleten, Rapper Number One, Feuchtacht. Bitch, ich bin ab und schwurz vor dir, doch ich bring Lyrics zu Papier, wo andere kapitulieren. Ich war lang schon engagiert, dass das Solo-Album was wird. Hohe Erwartungen an mich gestört und drauf fort, bis eskaliert, jetzt ist passiert. Ich schick's aus an alle Leute, die's interessiert. Mein Desinteresse gilt der Szene, weil da alle Rapper lieren. Doch jetzt bin ich da, nur ich allein am Mikrofon. Sowieso weiterhin der King und das Inkognito. Ich flow so dope und mach großes Kino. Hip-Hop ist nicht tot, doch er schlummert schon am Friedhof. Rapper sind wie Nutten und bieten mal ständig Deep Throats auf. Wie Kooperationen und lieblose Feature-Parts. Ach fuck it, nix kenn's hab. Ich bleib ein Ego-Man, bring jeden Part allein und prang auf reiner Wirtschaft an. Jetzt ist mein Solo-Album da, Ansa unter Millionen. Vielleicht unterstes Niveau, vielleicht ein Wunder im Person. Drum lass das Pumpern durch die Boxen im Untergrund oder hoch oben. Es ist mein Leben oder 100% pure Illusion. Drum lass das Pumpern durch die Boxen im Untergrund oder hoch oben. Es ist mein Leben oder 100% pure Illusion. Pure Illusion. Pure Illusion. Pure Illusion. Pure Illusion. Was glaubt man dort, wo man anonym sein muss? Vermummten heißt man. Ich setze sie vermummt. Ja. Wie geht noch, oder? Ja. Geht doch noch.